Bekommen? Das ist aber seltsam. Was denkt ihr, haben Pater und Flap nur vor? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Wartet! Worauf sollen wir warten? Stimmt was nicht? Nein. Aber umso länger wir warten, umso spannender wird es. Liebe Enchantimals, macht euch bereit, denn es folgt schon bald ein großes Abenteuer durch Wunderwald. Viele Rätsel müsst ihr zusammen überstehen, um mit uns diesen besonderen Tag zu begehen. Oh, das klingt nach Spaß. Aber liebe Freunde, kommt voran und trödelt nicht. Ihr müsst das Rätsel lösen, bevor die Nacht anbricht. Euer Weg beginnt, also folgt eurer Nase. Es wächst und wartet im grünen Grase. Wow, was soll das alles heißen? Bei uns steht nichts drauf. Nichts? Vielleicht haben Pater und Flap einen Fehler gemacht. Oder es ist der erste Hinweis. Folgt eurer Nase. Ich glaube nicht, dass sie das damit meinten, Sprint. Wartet. Könnt ihr das auch riechen? Hey, ich bin das nicht. Entschuldigung. Jahresblüte. Das Papier riecht nach einer Jahresblüte. Ich schnuppere ihren wunderbaren Duft doch überall heraus. Stimmt's, Käper? Oh ja, eindeutig Jahresblüte. Sie wollen, dass wir eine Jahresblüte suchen? Aber es ist fast unmöglich, eine zu finden. Ich habe noch nie eine Jahresblüte gesehen. Sie blühen immer nur für einen kurzen Moment, einmal im Jahr. Ja, und das passiert eigentlich auch immer genau jetzt. Pater hat uns gezeigt, wo sie blühen, damit wir aus ihren Pollen Medizin für die Klinik herstellen können. Sprint und ich wissen, wo wir sie finden. Na dann, Leute, worauf warten wir noch? Los, 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 los! Ich weiß gar nicht, wo es lang geht. Vanessa, zeig's uns. Dann los, los, los! Das ist mega toll! Ich habe ja gesagt, das wird ein spannendes Abenteuer. Hab ich doch schon vorher, oder, Käper? Yep. Hast du! Laut dem, was auf den Hinweisen steht, ist heute ein besonderer Tag. Irgendeiner eine Ahnung, was heute so besonders ist? Naja, also es ist auf jeden Fall nicht das Wunderwald-Festival. Das war letzten Monat. Ist heute ein Feiertag? Ich glaube, heute ist Iss-so-viele-Beeren-wie-du-willst-Tag. Twist. Es gibt keinen Feiertag, der Iss-so-viele-Beeren-wie-du-willst-Tag heißt. Ha! Es sollte ihn aber geben. Seht, die Jahresblüte. Wartet, wir testen erst mal. Oh, ja, das ist sie. Was passiert jetzt? Ich glaube, sie öffnet sich. Genau das passiert nur einmal im Jahr. Wie schön, dass wir dabei sein dürfen. Oh, der nächste Hinweis. Wie clever. Was steht drin? Für euren nächsten Hinweis müsst ihr sie fragen. Einige Bäume, die bis in den Himmel ragen. Aber trödelt nicht zu lang herum, sonst ist die Zeit, die bleibt schnell um. Ihr seid bärenschlau und werdet sie finden, denn ihr lasst euch ja keinen Bären aufbinden. Bärenschlau? Das ist definitiv ein weiterer Hinweis. Oh, es gibt einen Ort im Wald, an dem Twist und ich die Bären für unsere Rezepte pflücken. Dort stehen die größten Bäume in ganz Wunderwald. Das muss es sein. Bui, Twist, wir folgen euch. Oh, hier ist es. Na dann, lasst uns nachsehen, wo der nächste Hinweis sich versteckt. Hast du schon irgendwas, Twist? Twist! Ja. Was? So einen Iss-so-viele-Beeren-wie-du-willst-Tag gibt es nicht. Gefunden! Super gemacht, Flick. Flick ist die beste Finderin hier in Wunderwald. Oh, danke. Vorwärts und aufwärts geht's zum nächsten Hinweis, ganz ohne Trick, denn der größte Baum ermöglicht einen anderen Blick.
Der Hinweis muss in einer dieser Baumkronen stecken. Aber woher wissen wir, welcher der höchste ist? Ich habe eine Idee. Alle so wunderbar. Zwischen Dschungel und Wunderlast und Treffen auf halbem Weg, bevor die Sonne untergeht. Zwischen Dschungel und Wunder. Meinen Sie Dschungelwald und Wunderwald? Mal sehen. Dschungelwald ist hier und Wunderwald ist da. Also ist der halbe Weg zwischen den beiden genau hier. Toll, da finden wir auch Patter und Flap. Ich glaube nicht, dass wir es schaffen, bevor die Sonne untergeht. Das ist noch einer. Wollt ihr schnell vorankommen, dann reichen wir euch gern die Hand. Der beste Reiseweg ist nicht immer der zu Land. Na klar! Wir fliegen einfach zu Patter und Flap. Los geht's! Wir können doch gar nicht fliegen, Sage. Oh, ja. Richtig. Aber ich glaube, ich weiß, was die beiden damit meinen. Den Plapperbach. Okay. Wer ist bereit zu schwimmen? Als wir diesem Abenteuer zugestimmt haben, kann ich mich nicht daran erinnern, dass jemand gesagt hat, wir könnten nass werden. Hä? Huh? Was ist damit? Das funktioniert. Flap nicht genau auf diesem Weg von Dschungelwald zu uns nach Wunderwald gekommen? Das ist bestimmt kein Zufall. Du hast recht. Hey, Twist, ich werde immer besser. Hallo, Leute. Ah, Angeber. Hey, seht mal her. Ich bin nicht mal nass geworden. Oh, ich habe mich wohl zu früh gefreut. Die Sonne ist noch nicht untergegangen. Wir haben es geschafft. Ich erinnere mich an diesen Ort. Hier haben wir Patter und Flap das erste Mal getroffen. Das habt ihr wunderbar gemacht. Ich wusste, dass ihr alle Hinweise finden werdet. Und? Hattet ihr heute Spaß? Wir hatten eine Menge Spaß. Ja, ich bin fast ein bisschen traurig, dass es vorbei ist. Na dann, habt ihr ja Glück. Denn Flap und ich haben noch ein weiteres Rätsel für euch. Was ist am heutigen Tag so besonders? Nein, Twist, diesen Tag gibt's nicht. Mal überlegen. Oh, wir haben Blumen gefunden, die nur einmal im Jahr blühen. Sowas wie ein Jahrestag. In einem Hinweis ging es um Dschungelwald, wo Flap und Patter früher mal gelebt haben. Und wir sind auf Baumstämmen den Plapperbach hinuntergeschwommen. Genau das haben Patter und Flap gemacht. Als sie das erste Mal nach Wunderwald kamen. Heute ist der erste Jahrestag, der Tag, an dem ihr zu uns nach Wunderwald gekommen seid und wir zwei neue Freunde gewonnen haben. Ja! Richtig. Jeder Tag, den wir mit euch verbringen durften, war ein Abenteuer. Also haben wir für euch auch ein spaßiges Abenteuer organisiert. Und die Sonne ist noch nicht untergegangen. Das heißt, ihr seid pünktlich. Pünktlich wofür? Für die Jahrestagsparty natürlich. Überraschung! Es geht los! Hallo! Oh, wow, wir bekommen auch noch eine Party? Patters und Flaps Freundschaftsjahrestag wird einfach immer besser und besser. Ihr seid die Freunde Besten. Für immer. Ich hab euch lieb. Wir haben euch auch lieb. Enchanted Mods, du bist Freunde für immer. Na los, Twist. Schließlich ist heute ein wirklich besonderer Tag. Wir sind ja schon überall in Immergrün aufgetreten. Aber das ist das erste Mal, dass wir vor einem ausgetrockneten Teich stehen. Ich verstehe das nicht. Hier gibt es sonst immer genug Wasser. Was machen wir jetzt nur? Ich schätze, unsere Show fällt ins Wasser. Oh nein! Wir können unser Wasserspektakel doch nicht in einer winzigen Pfütze aufhören. Es wäre dann nicht sehr spektakulär. Was sollen wir nur machen, Felicity? Na ja, immer wenn es ein Problem gibt, bitten wir den Plapperbach, uns zu helfen. Das
machen wir bei uns im grasigen Grasland auch so. Sein Wasser zeigt uns immer die herrlichsten Bilder. Kommt mit, hier entlang. Und hier ist er, unser wunderschöner Plapper. Plappert? Wohl eher tröpfelnd. Was ist mit dem ganzen Wasser passiert? Entschuldige mal. Pass auf, wo du hinläufst, du frecher Biber. Unhöflich. Danke. Plapperbach, wo ist dein Wasser hin? Und das vom Wunderwaldteich. Vielleicht sollten wir es später versuchen. Ich verstehe das nicht. Vielleicht ist der Plapperbach ja kaputt gegangen. Aber das kann doch nicht sein. Was wäre immer grün nur ohne den Plapperbach? Und was nun? Ich bin mir sicher, dass wir da irgendwas tun können. Ich weiß nur noch nicht so genau was. Dann müssen wir uns schnell was einfallen lassen. Ganz egal wie. Wir werden dem Rätsel auf die Schliche kommen. Rätsel? Ich liebe gute Rätsel. Hey, wow! Was ist denn nun mit dem Plapperbach passiert? Tja, es scheint, als würde er austrocknen und der Wunderwaldteich auch. Auweia, das ist gar nicht gut. Aber der Plapperbach ist doch die Wasserquelle für ganz Immergrün. Ja, genau. Wir müssen rausfinden, was los ist. Ich wette, ich krieg das raus. Also, uns fehlt eine ganze Menge Wasser. Richtig. Stimmt. Was braucht denn so viel Wasser? Unser Wasserspektakel? Ja, unbedingt. Aha. Nein, ein Wal. Ja. Ein was? Ja, ein Wal. Ein riesiger Wal. Ein durstiger Wal. Und er ist so durstig, dass er über ganz Immergrün fliegt und das ganze Wasser trinkt. Ja, so muss es gewesen sein. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja furchtbar. Ein riesiger, durstiger Wal hat unsere Show ruiniert. Oh nein, ich wusste es. Ein Wal? Ja, ein riesiger, fliegender Wal. Naja, ich habe noch nie was von einem fliegenden Wal gehört. Aber danke für die lustige Geschichte. Gern geschehen. Fliegende Wale. Das wäre ein tolles Highlight in unserer Show. Kein Wasser im Wunderwaldteich? Das ist schrecklich. Vielleicht eine Idee? Irgendwie wurde das Wasser rausgelassen. Was ist mit dem Stöpsel? Ja, irgendjemand hat den Stöpsel rausgezogen. Man muss ihn nur wieder reinstecken. Klar, natürlich. Ihr habt auf jeden Fall interessante Ideen hier in Wunderwald. Hui, du bist hier die Beste im Reparieren. Kannst du uns bei der Lösung helfen? Ich weiß auch nicht, wo das Wasser hin ist, aber ich glaube, ich weiß, wie ihr es zurückbekommt. Zuerst steckt man das Dings an das Bums. Und dann verbindet man es mit dem Dingsbums-Teil. Dann habt ihr einen Dampfverdampfer. Und das Problem ist gelöst. Toll! Legen wir los! Dann können wir im Handumdrehen auftreten. Ich weiß nur nicht genau, wie man das Dingsbums an den Luftikus ohne einen Wickelwackel baut. Meine Wickelwackel sind alle. Oh, Chance dahin. Naja, falls wir zufällig einen Wickelwackel finden, geben wir dir sofort Bescheid. Okay, bis dann. Du bist unsere letzte Hoffnung, Danessa. Kannst du uns helfen, das Rätsel zu lösen? Ja. Hast du eine Ahnung, wo das Wasser hin ist? Ja, ich habe mal eine sehr alte Geschichte gelesen über ein wirklich mega gigantisches Nilpferd, das sehr gern Schaumbäder nahm. Und es war so groß, dass das ganze Wasser aus der Badewanne lief. Darum reist es von Stadt zu Stadt und badet immer dort, wo es Wasser findet. Und wenn es reingesprungen ist, spritzte das ganze Wasser raus, weil es so riesig ist. Ich glaube, Sprint hat mir die Geschichte erzählt. Oh ja, klingt sinnvoll. Ja, jetzt ergibt es einen Sinn. Bin ich auch. Ich verstehe das nicht. Okay, halten wir Ausschau nach einem nassen Nilpferd. Danke, Danessa. Also, er sieht immer noch genauso aus. Wann werden wir bloß dieses oh so rätselhafte Rätsel lösen?
Dieser schlecht gelaunte Biber hat meinen dramatischen Moment unterbrochen. Die anderen Biber waren auch so unhöflich. Sogar sehr unhöflich. Das waren sie. Unhöflich. Das ist aber komisch. Die Biber hier in der Gegend sind normalerweise sehr freundlich. Das stimmt. Hey! Mein Instinkt sagt mir, wir sollten ihnen folgen, um zu gucken, was da los ist. Ja, na los, kommt! Das ist ja interessant. Dieser Damm war letztens noch nicht da. Oh, der muss neu sein. Oh nein! Wartet, was soll das mit dem Plapperbach zu tun haben? Dieser Damm blockiert das ganze Wasser, das dem Plapperbach hinunter in den Wunderwaldteich fließt. Ah, das ist die Lösung des Rätsels. Aber wieso haben die so schlechte Laune? Ja, unhöflich. Na ja, auf dieser Seite des Damms haben sie einfach nicht genug Wasser. Und sie haben gerne viel Wasser um sich rum. Genau wie wir auch. Dumme Biber. Wir müssen irgendwie rauskriegen, wie wir diesen Damm wegbekommen, damit das Wasser wieder fließen kann. Oh, aber dann werden diese mürrischen Biber ja noch mürrischer. Sehr mürrisch. Unhöflich. Aber eigentlich wollen alle das Gleiche. Alle wollen wieder Wasser um sich haben. Oh. Super Idee, Flick. Bin gleich zurück. Und in ins Wasser. Und dann in einen anderen Damm. Sieht so aus, als würden sie die Idee mögen. Wer ist bereit für unser außergewöhnliches Wasserspektakel? Prima, so gefällt mir das. Ja, ich kann es kaum noch erwarten. Jetzt wird die Show sogar noch großartiger. Dank deiner tollen Idee. Und nun müssen wir eigentlich nur noch testen, ob der Plapperbach wieder der alte ist. Lieber Plapperbach, ist in Wunderwald wieder alles in Ordnung? Ja, es sieht alles wieder sehr gut aus. Los, schnell! Wir wollen doch nicht zu spät kommen. Und nun präsentiere ich euch die einzigartige Fancy Flamingo mit ihren besten Tierfreunden und einigen ganz besonderen Gästen. Dass wir den Tierfreundetag, sobald die Schnupfenzeit vorbei ist, nachholen. Was sollen wir als erstes machen? Ich muss eine Liste erstellen. Wir sollten unseren Vorrat an Fühl dich besser Eis auffüllen. Eiscreme. Ich muss unbedingt eine Liste schreiben mit allem, was wir noch brauchen. Uns fehlt noch Medizin, um die ganzen verschnupften Tiere zu versorgen. Achoo! Oh nein! Sprint, hast du auch einen Schnupfen? Ja, ganz schlimm. Komm, dann bringen wir dich so schnell wie möglich in dein kuscheliges Bett. Und mach dir keine Sorgen. Ich werde mich gut um dich kümmern. Ich weiß, was du jetzt brauchst. Etwas von dem Fühl-Dich-Besser-Eis. Wie fühlst du dich, Sprint? Sprint! Schwester und ich haben gehört, dass es dir nicht gut geht und haben ein paar Blumen für dich. Oh, das ist so süß von euch. Die Schnupfenzeit scheint früher zu beginnen als sonst. Ich weiß, Sprint und ich wollten gerade an unserem beste Tierfreundetag etwas unternehmen. Können wir dir
dir bei irgendetwas helfen, Vanessa? Naja, das fühl dich besser. Eis geht mir bald aus. Denkst du, du könntest rüber zum Eiswagen gehen und Neues von den Pinguinen holen? Oh, na sicher. Twist und ich haben nichts dagegen. Nicht wahr, Twist? Twist? Oh nein! Twist! Sie muss sich bei Sprint angesteckt haben. Ich weiß, was da jetzt zu tun ist. Ihr beide braucht viel Ruhe und jede Menge fühl dich besser, Eis. Ja. Bitte sehr. Und jetzt ruht euch schön aus. Ich bin im Handumdrehen zurück. Ja. Klingt so gut wie neu. Aha. Hey, Prina, Jayla. Vanessa braucht mehr von eurem Fühl-dich-besser-Eis. Sprint und Twist haben beide Schnupfen, also macht es ruhig so stark, wie ihr könnt, damit sie sich schnell besser fühlen. Das machen wir. Hey, was hat es mit der Glocke auf sich? Oh, die? Die soll nur Kunden anlocken. Funktioniert es? Naja, du bist schon hier. Oh, stimmt, aber ich bin die Einzige. Dein Eis ist so gut, es sollte eine Schlange von hier bis zum Plapperbach anstehen. Ich sag dir was. Mach du mir eine Eistüte mit Karotteneis für den Weg fertig. Und nachdem ich das abgegeben habe, komme ich wieder her und gebe eurem Glückchen zum Anlocken den richtigen Wumms. Oh, na da hast du dir aber was vorgenommen. Und sie lebten alle glücklich bis zum Ende ihrer Tage. Ende. Oh je, diese Bücher haben wir anscheinend sehr lange nicht gelesen. So staubig, wie die sind. Wisst ihr was? Ich habe euch auch schon eine ganze Weile nicht niesen gehört. Ich denke, die strikte Bettruhe hat euch sehr gut getan. Oh! Oh nein, ihr habt doch noch den doofen Schnupfen. Na gut, wie wäre es mit noch ein paar mehr Kissen? Oh, und Eis bitte. Natürlich, und mehr Eis. Oh nein, Caper, hat es dich jetzt auch erwischt? Oh. Da hilft nur viel Kuscheln und Eis. Sofort. Fertig. Ich habe euren Eiswagen mit allen Extras ausgestattet, damit er den perfekten Eiscreme-Klang macht, um Kunden anzulocken. Jayla, probier es aus. Ist gut. Oh, das war aber komisch. Versuch's noch mal. Ich weiß es nicht, aber wirklich Lust auf Eis essen macht es nicht. Oh. Also, es hat zwar keine Kunden angelockt, aber dafür etwas anderes. Wir sind also nah dran. Hey! Sie arbeitet so hart. Wer braucht Eis? Vanessa, mach eine Pause. Lass mich doch eine Weile auf sie aufpassen. Oh, Sage, danke, du bist süß. Aber ich lasse unsere besten Tierfreunde nicht aus den Augen, bis alle wieder gesund sind. Sie sehen für mich sehr gesund aus. Aber sie ruhen sich doch nur aus. Sie haben mir alle nur was vorgespielt. Ich marschiere da jetzt rein und sag ihnen, dass die Party vorbei ist. Warte kurz. Ich habe eine bessere Idee. Aufwachen! Raus aus den Federn! Ich habe in meinem Medizinbuch nachgelesen und herausgefunden, dass ihr drei gar keinen Schnupfen habt. Ihr habt den Superschnupfen. Muss es sein.
Zu eurem Glück habe ich alles darüber gelesen, wie man einen Superschnupfen auskuriert. Wir müssen euren Puls in Schwung bringen. Zuerst gehen wir alle gemeinsam nach draußen und machen 90 Minuten schönen, ausgiebigen Frühsport. Und weiter. Auf ärztliche Anweisung. Spring, spring, spring. Okay, das habt ihr sehr gut gemacht. Oh, ich wette, ihr seid müde. Na, dann lasst uns reingehen und eine Pause machen. Hey Leute, Danessa hat gesagt, ich soll euch die Matratzen wegnehmen. Was? Wenn man sich streng an die Anweisungen hält, ist der Superschnupfen schnell geheilt. Ein Ventilator ist super, um das Fieber zu senken. Du lässt sie das Dach der Klinik erneuern? Mhm. Ich habe ihnen gesagt, dass die Höhe für sie gesund wäre. Na gut, ich weiß, dass der letzte Schritt euch nicht allzu viel Spaß gemacht hat. Aber bei dem, was jetzt kommt, sind wir uns sicher, dass ihr es mögen werdet. Wer hat alles Lust auf Eis? Ja! Was ist das? Das ist ein Gemüsebrei-Eis. Eine Mischung aus gekochtem Sellerie und püriertem Mais. Damit heilt euer Schnupfen auf der Stelle. Nein, nein, bitte, wir sind hier. Ich bin krank. Wartet, ihr seid gar nicht wirklich krank? Nein! Ihr habt alle drei nur so getan? Ja. Tja, wir wussten es. Tut uns leid. Ehrlich. Eure Entschuldigung ist angenommen. Oh nein, Danessa, jetzt hast du wirklich Schnupfen. Los, worauf wartet ihr noch? Lauft schnell zum Eiswagen und holt ihr für dich besser Eis. Ich schon dabei. Okay, ich glaube, ich hab's endlich. Versuch's noch mal, Jayla. Genau so hat das Glöckchen vorher geklingelt. Nein, hat es nicht. Hört hin. Du hast recht, genau so war es vorher. Es tut mir leid, es fühlt sich an, als hätte ich versagt. Wir brauchen Eis! Ich hab's geschafft! Ich hab euch ja gesagt, ich kann die Kunden anlocken.